Den Nutzen von Pflanzen im Haus kennt jeder. Sie reinigen die Luft, tragen zu einer entspannten Atmosphäre bei und sind zudem eine stylische Deko. Sie sind also in jeder Wohnung ein Muss. Allerdings benötigen einige Zimmerpflanzen einen Standort mit viel Licht. Dabei wohnen nur die wenigsten von uns in lichtdurchfluteten Lofts oder Häusern. Doch nur, weil es in deiner Wohnung an Helligkeit fehlt, musst du nicht gleich auf das grüne Accessoire verzichten. Es gibt auch einige Zimmerpflanzen, die mit wenig Licht auskommen und dunklen Räumen Leben einhauchen. Und damit herzlich willkommen zu 20 pflegeleichte und wunderschöne Zimmerpflanzen mit geringem Lichtbedarf. Eine Sache vorweg, wenig Licht bedeutet nicht gar keine Helligkeit. Diese Pflanzen, auch bekannt als Schattenpflanzen, wachsen nicht unter der Erde in vollkommener Dunkelheit. Alle Zimmerpflanzen benötigen etwas Helligkeit, um zu wachsen, auch wenn es sich um künstliches Licht handelt. Unsere erste Pflanze ist die Efeutute. Die Efeutute ist die ultimative Hänge- und Zimmerpflanze für wenig Licht. Sie ist ursprünglich in Australien und Asien beheimatet, erfreut sich aber rund um die Welt großer Beliebtheit. Denn dank ihrer eleganten Ranken und den glänzenden, herzförmigen Blättern mit außergewöhnlicher Färbung, in Weiß, Hellgrün oder Gelb, ist sie ein Hingucker in jedem Raum. Bei der Efeutute handelt es sich um eine sogenannte Kletterpflanze. Ihre Wuchsform ist also eine Besonderheit, die sie von anderen Zimmerpflanzen unterscheidet. Wird sie aufgehängt, wächst sie in die Länge. Ansonsten kann sie auch an Stäben aufgebunden werden und nach oben klettern. Aber auch auf Tischen, Regalen oder Aktenschränken macht sie eine gute Figur. Sie ist robust und eine äußerst pflegeleichte Zimmerpflanze. Kommt also zum einen mit wenig Licht aus und braucht zum anderen nur alle 7 bis 10 Tage Wasser. Aber es gilt, je weniger Helligkeit, desto weniger Farbe und Marmorierung wird die Efeutute an ihren Blättern zeigen. Ein zusätzlicher Vorteil? Die Efeutute ist so leicht zu vermehren, dass dein gesamter Freundeskreis bald etwas von dieser einen Zimmerpflanze haben wird. Schneide einfach ein Stück des Stiels 15 bis 30 cm ab, entferne die unteren Blätter und lege den Abschnitt ins Wasser. Stelle sicher, dass der Stiel im Wasser liegt und wechsle das Wasser jede Woche. Pflanze Nummer 2. Der Glücksbambus. Egal ob drinnen oder draußen, der Glücksbambus macht euch die Pflege leicht. Trotz des Namens und der Optik der Stiele gehört diese Pflanze aber nicht zu den Bambusarten, sondern zur Gattung der Drachenbäume. Der Glücksbambus kommt hauptsächlich in den Tropen und Subtropen Afrikas vor und mag es daher gerne warm. 20 bis 22 Grad sind optimal. In den Außenbereich kann der Strauch umziehen, wenn im Frühling kein Frostrisiko mehr besteht. Da sich bodennah oft Seitentriebe ausbilden, gewinnt er schnell an Breite. Insgesamt erreicht er eine Höhe von 100 cm und eine Breite von 60 bis 100 cm. Seine Blätter sind mittelgrün, glatt und schlank. Mit dem Alter bekommen sie aber eine breitere Basis. Aber Vorsicht! Trotz des vielversprechenden Namens ist diese pflegeleichte Zimmerpflanze giftig. Das solltet ihr beachten, falls ihr Kinder oder Haustiere habt. Pflanze Nummer 3. Glücksfeder. Und wenn wir schon einmal beim Glück sind, die Glücksfeder eignet sich ebenso gut als Zimmerpflanze für wenig Licht. Ihre Blätter sind dunkelgrün und glänzen und ihre Triebe wachsen aufrecht nebeneinander. Sie ist äußerst pflegeleicht und deshalb auch für Menschen ohne grünen Daumen geeignet. Direktes Sonnenlicht schadet den Blättern. Sie werden hell und die Triebe instabil. Daher eignet sich die Glücksfeder perfekt für Räume mit wenig Helligkeit. Sie verträgt außerdem Trockenheit sehr gut und muss daher nicht oft gegossen werden. Im Gegenteil sogar, zu viel Wasser schadet ihr. Am besten eignet sich die Glücksfeder für Schlafräume und Büros, denn sie verbessern das Raumklima sowie die Luftqualität, indem sie Schadstoffe filtern. Pflanze Nummer 4 ist der Kolbenfaden. Der Kolbenfaden ist eine großartige, pflegeleichte Zimmerpflanze. Die Blätter sind mit ihren einzigartigen Zeichnungen wunderschön. Marmorierungen oder Farbtupfen von grün bis weiß machen sie zu einem Blickfang. Zusätzlich kann der Kolbenfaden schöne weiße Blüten bekommen. Diese wachsen unter den Blättern und sind daher nicht immer zu sehen. Doch sie brauchen viel Energie, was sich auf die Optik der Pflanze auswirken kann. Der Kolbenfaden wächst aufrecht und erreicht eine Größe zwischen 40 und 120 cm. In die Breite geht es zwischen 50 und 150 cm. Sie erhöht die Luftfeuchtigkeit und reinigt die Luft. Optimal für jeden Raum im Haus, insbesondere Schlafzimmer und Büro. Und auch die Pflege des Kolbenfaden ist leicht. Gleichmäßig gießen und gelegentlich mit Wasser besprühen. Pflanze Nummer 5. Bogenhanf. Bogenhanf
gehört zu den robustesten Zimmerpflanzen. Sie wächst aufrecht und ihre Blätter sind dick und ledrig. Die Farbe des Bogenhanf unterscheidet sich je nach Art. Dunkelgrüne Varianten tolerieren weniger Licht und sind somit ideal für Ecken geeignet. Grün-weiß oder gelb panaschierter Bogenhanfarten vertragen auch hellere Umgebungen. Dennoch fühlt sich der Bogenhanf generell in weniger hellen Räumen am wohlsten. Direkte Sonneneinstrahlung sollte daher vermieden werden. Außerdem braucht das Gewächs nur wenig Wasser und kommt bis zu 3 Wochen lang ohne Gießen aus. Umgangssprachlich wird Bogenhanf deshalb auch manchmal die Unsterbliche genannt. Gießt die Pflanze nur, wenn die Erde trocken ist. Dann wird euch der Bogenhanf für viele Jahre Freude bereiten. Nummer 6. Die Grünlilie. Die Grünlilie ist ein Klassiker unter den Zimmerpflanzen und fühlt sich an nahezu jedem Platz wohl. Ob in einem Hängetopf oder auf dem Fensterbrett. Ihre Blätter sind hellgrün und weisen eine interessante Zeichnung auf. Das macht sie nicht nur zu einem Eyecatcher in jedem Raum, sondern verbessert gleichzeitig das Raumklima und entzieht der Luft viele Schadstoffe. Die Pflanze braucht wenig Licht und kaum Pflege. Perfekt also für Personen mit weniger grünem Daumen. Temperaturschwankungen machen dem Gewächs nichts aus. Es fühlt sich bei Temperaturen zwischen 5 und 30 Grad wohl. Die Grünlilie lässt sich sehr gut vermehren. Wenn ihr also vorhabt, euer Zuhause mit nur kleinem Aufwand in eine grüne Oase zu verwandeln, dann ist diese Zimmerpflanze die richtige Wahl. Nummer 7. Drachenbaum Janet Craig. Der Drachenbaum Janet Craig ist eine sehr beliebte Zimmerpflanze für wenig helle Räume. Es handelt sich dabei um eine langsam wachsende Strauchpflanze, die häufig mehrstämmig gezüchtet wird. Besonders beliebt sind sie für Bürogebäude und Eingangsbereiche, da sie schattentolerant sind und ungenutzte Ecken im Raum optimal füllen. Zudem reinigen sie die Luft, geben Feuchtigkeit durch ihre Blätter ab und fangen Staub ein. Das gibt ihm die Fähigkeit, mit niedriger Luftfeuchtigkeit umzugehen. Und auch in der Pflege ist die Zimmerpflanze nicht anspruchsvoll. Zum einen überlebt sie sehr gut bei schlechten Lichtverhältnissen, obwohl sie am besten im gefilterten indirekten Licht wächst. Zum anderen solltet ihr nicht oft gießen, im Gegenteil. Ihr solltet die Oberfläche der Erde vor jeder Bewässerung austrocknen und das Wasser ablaufen lassen. Nasse Wurzeln kann der Drachenbaum nämlich nicht leiden. Nummer 8. Duftender Drachenbaum. Und wenn wir schon bei Drachenbäumen sind. Der duftende Drachenbaum ist ebenfalls ein Klassiker. In Europa wird er als Zimmerpflanze seit Mitte des 19. Jahrhunderts gehalten. Er hat einen dicken Stamm und wird deshalb oft fälschlicherweise für eine Palme gehalten. Der Kleinbaum wächst aufrecht, erreicht eine Höhe von bis zu 2 Metern und eine Breite von bis zu 80 Zentimetern. Die Blätter der Pflanze hängen am Baum herunter und können eine Länge von sagenhaften 90 cm erreichen. Die Pflege des Drachenbaums ist nicht sehr anspruchsvoll. Er braucht weder große Helligkeit noch viel Wasser. Und sofern die Temperatur nicht für eine längere Zeit unter 15 Grad beträgt, macht der duftende Drachenbaum auch keinen Ärger. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Die Blätter des Drachenbaums sind leicht giftig. Das gilt es zu beachten, falls ihr Tiere oder Kinder habt. Nummer 9. Kentia-Palme. Möchtet ihr eine tropische Oase im Wohnzimmer schaffen oder eure Terrasse verzieren? Die Forsttasche Kentia ist eine beliebte Wahl bei Hobby- sowie Profigärtnern, da sie sich gut für den Anbau in Töpfen eignet. Diese elegante Palme fühlt sich besonders wohl bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Sie mag eine hohe Luftfeuchtigkeit, doch Staunässe toleriert sie nicht. Dennoch ist sie recht pflegeleicht, braucht nur niedrige Lichtverhältnisse und ist äußerst robust. Das bedeutet, auch geringe Luftfeuchtigkeit, Staub, Hitze und allgemeiner Vernachlässigung kann sie standhalten. Ihre dunkelgrünen Blätter sind büschelartig angeordnet. Die langen Wedel können über 1 Meter hoch wachsen, was die Kentia-Palme zur perfekten Deko im Raum macht. Vor allem in Wohn- und Schlafräumen. Ein weiterer Pluspunkt, die Kentia-Palme minimiert den Gehalt an Benzol im Raum wesentlich, während die Produktion von Sauerstoff enorm ist. Nummer 10. Pfeilwurz. Pfeilwurze sind einzigartige Zimmerpflanzen, die es vorziehen, wenn sie nicht ganz so viel Licht abbekommen. Sie erreichen eine Wuchshöhe zwischen 20 und 30 cm und haben weiße Blüten. Der Stand dieser Staude ist aufrecht. Aus den knolligen Wurzeln wachsen ovale bis eiförmige Blätter, die rund 15 cm lang werden. Sie haben eine auffällige Zeichnung und rote bzw. rosafarbige Adern. Die Pfanzen sind leicht zu pflegen
und lustig anzuschauen. Denn tagsüber sind ihre Blätter offen, nachts wie kleine Gebetshände verschlossen. Im Englischen werden sie daher auch liebevoll Prayer Plant genannt. Gießen müsst ihr die Pflanze nur sparsam, mit zimmerwarmem, kalkarmem Wasser. Am wohlsten fühlt sie sich bei warmen Temperaturen von 23 bis 25 Grad. Solange es nicht längere Zeit unter 18 Grad ist, macht die Pfeilwurz aber keinen Ärger. Wichtig ist aber eine hohe Luftfeuchtigkeit. 11. Philodendron. Die Heimat des Philodendron sind die tropischen Regenwälder Südamerikas und der Karibik. Entsprechend mag es die Pflanze kühl und schattig. An hellen und sehr warmen Orten hingegen verdunsten die Blätter viel Wasser. Sie sind glänzend, herzförmig und weisen eine einzigartige Musterung auf. Außerdem werden sie bis zu 90 cm lang. Doch sie sind nicht nur ein Blickfang, sondern gleichzeitig sehr einfach in der Pflege. So eignet sich die Zimmerpflanze für Räume mit wenig Helligkeit, braucht jedoch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Der ideale Platz ist daher das Badezimmer mit feuchtwarmer Luft. Außerdem freut sich der Philodendron auch über gelegentliches Besprühen. 12. Der chinesische Geldbaum. Er ist auch bekannt als Glückstaler, Elefantenohr und UFO-Pflanze. Kommt ursprünglich aus Südostasien. Doch in den USA und Europa ist der Geldbaum zu einem Favoriten unter den Zimmerpflanzen für wenig Licht geworden und steht auf der Wunschliste vieler. Sie wird bis zu 40 cm hoch und gehört zu den Nesselgewächsen. Dank ihrer luftreinigenden Wirkung trägt sie zu einem verbesserten Raumklima bei. Sie bevorzugt eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit und eine Temperatur zwischen 18 und 20 Grad, ist aber ansonsten wenig anspruchsvoll in der Pflege. So reicht es, wenn ihr die Pflanze alle 3 bis 5 Tage gießt. Die Pflanze wendet sich der Sonne zu, reagiert allerdings empfindlich auf direkte Sonneneinstrahlung. Um ein gleichmäßiges Wachstum sicherzustellen, solltet ihr die Pflanze bei großer Helligkeit daher mindestens wöchentlich wenden. Der optimale Platz ist hell, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung. Aber auch Halbschatten ist für die UFO-Pflanze kein großes Problem, was sie auch für einen Eckenstandort geeignet macht. 13. Die Schusterpalme. Die Schusterpalme ist eine attraktive Zierpflanze, die meist als Zimmerpflanze verwendet wird. Trotz des Namens gibt es jedoch keine Verbindung zu den eigentlichen Palmen. Die Pflanze wird bis zu 80 cm hoch. Ihre Schönheit liegt in den glänzenden, spitz zulaufenden Blättern, die eine Länge von rund 15 cm erreichen. Sie sind dunkelgrün, manche Sorten tragen zudem weiß oder gelb gestreiftes Laub. Die Schusterpalme ist bekannt für ihre geringen Ansprüche und verzeiht auch mal den ein oder anderen Fehler bei der Pflege, in denen es relativ wenig Helligkeit gab. Da zeigt sich wahrscheinlich am besten, dass es ziemlich einfach ist, einen geeigneten Standort für sie zu finden. Die Schusterpalme überlebt in verschiedensten Licht- und Temperaturverhältnissen, entwickelt sich jedoch am besten in halbschattigen bis schattigen Orten. Zu sonnige Plätze sollten also vermieden werden. 14. Diefenbachia. Diefenbachia oder Dummzuckerrohr ist eine Pflanze, die auf der ganzen Welt für ihr schönes Aussehen geschätzt wird. Diefenbachia ist ziemlich tolerant gegenüber nahezu jeder Umgebung. Sie ist zwar generell pflegeleicht, darf allerdings nicht direkter Sonnenausstrahlung ausgesetzt werden. Etwas Helligkeit benötigt sie aber trotzdem, denn ansonsten verblassen die Blätter. Weiter benötigt das Gewächs nicht viel Wasser. Gießen ist daher nur einmal pro Woche nötig. Werden die Stiele weich, solltet ihr weniger gießen. Achtet außerdem darauf, dass sich kein überflüssiges Wasser im Topf sammelt, aber gleichzeitig die Erde immer feucht ist. Nummer 15. Einblatt. Das Einblatt, auch Friedenslilie, Blattfahne oder Scheidenblatt genannt, ist eine beliebte Zimmerpflanze für geringe Helligkeit. Es ist einfach zu pflegen und groß zu ziehen. Aufgrund ihrer glänzenden Blätter sowie großen und ausdauernden Blüte sticht sie im Vergleich zu anderen Zimmerpflanzen für wenig Licht besonders hervor. Blüht sie, dann zieht sie mit ihren eleganten, weißen Hochblättern die Blicke auf sich. Die Pflege der Friedenslilie ist einfach und sie verzeiht so manchen Fehler. Dunklere Lichtverhältnisse werden gut verkraftet. Ideal ist ein mäßig heller Standort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, denn ansonsten verblassen die Blätter. Wichtig ist zudem eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit und allgemein eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das Einblatt mag es daher gerne, gelegentlich mit kalkarmem Wasser besprüht zu werden. 16. Fensterblatt. Das Fensterblatt bringt den Tropenurlaub zu dir nach Hause. Die Monstera hat riesige, leuchtend grüne und wunderschön gezeichnete Blätter.
Nicht umsonst inspiriert sie in letzter Zeit moderne Kunst in unterschiedlichsten Bereichen. Sie gehört momentan zu den beliebtesten Zimmerpflanzen überhaupt, wobei es viele verschiedene Arten gibt. Wer eine gesunde Pflanze hat, kann sich freuen, denn hier ist es relativ einfach, die Verwandtschaft mit Monstera-Ablegern zu versorgen. Das Fensterblatt hat eine dicke, buschige Form. Wenn ihr die Pflanzen kompakt halten wollt, schneidet einfach die größten Äste etwas zurück. Gießt die Monstera, wenn sich der Boden trocken anfühlt, und düngt sie einmal monatlich im Frühjahr und Sommer. Nummer 17, Bromelie. Die Bromelie ist auch als Ananasgewächs bekannt. Sie sind nicht anspruchsvoll, halten sowohl sehr trockene als auch feuchte Lebensräume aus. Sie sind also sehr widerstandsfähig. Doch ganz ohne Helligkeit kommen sie nicht aus. Denn Licht fördert die Ausprägung ihrer Blattfarben und die Blütenbildung. Direkte Sonneneinstrahlung ist allerdings zu vermeiden und die Pflanze fühlt sich auch bei mittleren Lichtverhältnissen wohl, solange Luftfeuchtigkeit und Temperatur stimmen. 18. Flamingoblume. Die Flamingoblume begeistert als toller Farbtupfer in jedem Raum. Je nach Sorte blüht sie von Mai bis Juni oder auch das ganze Jahr über. Diese pflegeleichte Pflanze ist besonders anspruchslos und benötigt nur wenig Wasser. Das Gießen einmal pro Woche ist hier völlig ausreichend. Was den optimalen Standplatz für die Flamingoblume betrifft, so bevorzugt sie einen Platz in einem West- oder Ostfenster mit einer Temperatur zwischen 19 und 23 Grad. Nummer 19. Schwertfarn. Beim Schwertfarn handelt es sich um ein pflegeleichtes Nachtschattengewächs mit strahlendem Grün. Ursprünglich ist diese schöne Pflanze in den Tropen beheimatet und wächst dort zwischen großen Bäumen, wo sie nur wenig Licht erhält. Halbschattige und dunkle Zimmer sind die optimalen Standorte für diesen Farn. Wohl fühlt er sich auch im Badezimmer. Der Schwertfarn ist ein reines Blattgewächs ohne Blüten. Für ein optimales Gedeihen dieser Pflanze sollten die Blätter regelmäßig mit Wasser besprüht werden. Wichtig ist es zudem, dass die Erde des Schwertfarns stets feucht gehalten wird. Nummer 20. Goldfruchtpalme. Die Schmetterlingspalme, wie die Goldfruchtpalme aufgrund ihrer Fiederblätter auch genannt wird, zaubert tropisches Flair in jedes Haus. Bei optimaler Pflege kann sie mit ihren attraktiven Blättern eine Fläche von bis zu 2 Quadratmetern ausfüllen und so einen tollen Urban Jungle generieren. So ist sie nicht nur für das Wohnzimmer oder Schlafzimmer, sondern auch für Geschäftsräume sehr gut geeignet. Doch diese Pflanze sieht nicht nur gut aus, sie fördert zudem ein gutes Raumklima, indem sie Schadstoffe aus der Luft filtert. Was die pflegeleichte Schmetterlingspalme betrifft, so beinhaltet diese ein regelmäßiges Düngen sowie Gießen nach Bedarf. Positiv wirkt es auch, die Blätter ab und zu feucht abzuwischen. Im Winter, bei trockener Heizungsluft, sollten die Blätter regelmäßig mit Hilfe einer einfachen Sprühflasche mit Wasser benetzt werden. Oftmals wird der Standort für diese schöne Pflanze als hell angegeben. Dabei gedeiht die Goldfruchtpalme sowohl in hellen als auch in halbschattigen Räumen. Letztere sind durchaus von Vorteil, da diese Palmenart kein direktes Sonnenlicht verträgt. Fazit: Wie bereits erwähnt, kommen auch Zimmerpflanzen für dunklere Lichtverhältnisse nicht gänzlich ohne Helligkeit aus. Einige der hier genannten Pflanzen würden sogar bei mittlerem Licht besser abschneiden, vertragen aber wenig Helligkeit leichter als viele andere Pflanzen. Wenn eine deiner Pflanzen trotzdem unglücklich zu sein scheint und es ihr eindeutig nicht gut geht, dann bewege sie und probiere, ob es ihr an einem anderen Plätzchen besser gefällt. Vor allem im Winter, wenn es generell wenig Licht gibt, müssen manche Zimmerpflanzen näher ans helle Fenster oder an andere Beleuchtung gerückt werden. Am besten dreht ihr eure Pflanzen auch von Zeit zu Zeit, damit sie gleichmäßig wachsen. Ich hoffe, du hast diese Liste als hilfreich empfunden. Welche sind deine Lieblingszimmerpflanzen für schwächere Lichtverhältnisse? Lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Für mehr Tipps und Tricks rund um Haus und Garten, folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen oder besuche unsere Website. Alle Links findest du unten in der Infobox. Wir sehen uns im nächsten Video.